Ich möchte die Teilnehmer ganz herzlich begrüßen zum heutigen Webinar Kanzleiverkauf. An meiner Seite befinden sich die Frau Sommer und die Frau Weigert, die das Webinar hauptsächlich begleiten werden. Es wird unter anderem eben um das Thema Kanzleiverkauf gehen. Hierzu werden dann auch gleich dann noch in der Agenda durchgesprochen, die Punkte, die explizit in diesem Webinar wichtig sind und zu dem Thema. Wollte aber ganz kurz noch davor paar Punkte ansprechen, die für das Webinar danach auch wichtig sind. Es wird eine Umfrage dann auch noch mal kurz geschickt, wie Sie das Webinar fanden. Können Sie gerne daran teilnehmen, das wäre ganz nett. Dann auch noch eine Follow-up-Mail mit der Präsentation selber wird noch Ihnen zukommen gelassen und Informationen, die natürlich wichtig sind. Und zu guter Letzt der Punkt auch Fragen, die Sie dazu haben sollten, bearbeiten wir über das Fragetool. Das finden Sie dann in Ihrem Panel. Einfach kurz Fragen stellen. Wir gehen dann ganz zum Schluss auf die Fragen ein, die Frau Weigert und die Frau Sommer, und beantworten Ihnen diese. Das Webinar wird auch aufgezeichnet und zu guter Letzt dann auch in der Academy bei uns bereitgestellt. Können Sie es auch dann gern jederzeit abrufen und ja, sich auch gern öfters anschauen oder auch gern weiterleiten. So. Ich würde dann auch anschließend jetzt die Moderation an die Damen übergeben. Bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Jim. Liebe Steuerberaterinnen, liebe Steuerberater, auch von uns ein herzliches Willkommen zum heutigen Webinar zum Thema Kanzleiverkauf. Wir freuen uns, dass wir Sie heute durch diesen Nachmittag begleiten dürfen. Mein Name ist Sandra Weigert, meine Kollegin Frau Sommer zu meiner Rechten, und wir werden Ihnen jetzt in den nächsten 45 Minuten ein paar Informationen zum Thema Kanzleiverkauf an die Hand geben. Ich beginne jetzt mit der Bildschirmübertragung und hoffe, dass Sie unsere erste Folie Webinar Kanzleikauf sehen können. Jem? Ist sichtbar. Super, vielen Dank. Durch den heutigen Tag werden wir in folgender Reihenfolge uns bewegen. Wir starten mit einer kurzen Vorstellung, damit Sie wissen, wer denn die Weigert und Kunde Unternehmensberatung überhaupt ist. Werfen dann einen Blick auf die Entwicklung der Steuerberatungsbranche aus der Vergangenheit in die Zukunft. Und dann widmen wir uns in einem ganz großen Themenblock den Fragen und Antworten rund ums Thema Kanzleiverkauf. Am Ende noch ein Ausblick, wo und wie wir Sie unterstützen können, rund um die Kanzlei. Und dann gehen wir über in den Bereich, wenn Sie noch Fragen haben. Wer ist die Weigert und Kunde Unternehmensberatung GmbH? Wir haben uns dazu entschieden, ein Bild von uns einzublenden. Ein Bild sagt oft mehr als 1000 Worte. Hier sehen Sie unsere aktuelle Mannschaft: 9 Männer und Frauen, ausgebildete Steuerfachangestellte, Betriebswirte, Sparkassenfachwirte stehen Ihnen als Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern rund um die Kanzlei zu allen Fragestellungen zur Verfügung. Gezielt bedeutet das, wir haben 4 Bereiche, in denen wir mit Kanzleien in Deutschland und Österreich zusammenarbeiten. Wir beginnen in der zweiten Säule. Vielleicht haben Sie auch in diesem Bereich schon von uns gehört, genannt Benchmarking. Mit unserem Benchmarking-System begleiten wir aktuell 200 Kanzleien, hauptsächlich aus Deutschland, aber auch aus Österreich, im Prozess der Kanzleientwicklung. Wir begleiten die Kanzleiinhaber 4-mal an Workshop-Tagen im Jahr, erfassen für die Kanzleien die Zahlen, stellen diese Zahlen vergleichbaren Kanzleien in den Benchmarking-Gruppen gegenüber, um eine Standortbestimmung zu haben. Wo stehe ich? Wo steht meine Kanzlei? Wo habe ich noch Optimierungspotenziale? Aber der Hauptfokus dieser 4 Workshop-Tage steht der Diskussion der Kanzleiinhaber
zu allen Themen der Kanzleiführung zur Verfügung. Der zweite Schwerpunkt, in dem wir unterwegs sind, ist die Kanzleivermittlung. Hier sind wir hauptsächlich in Bayern unterwegs, weil wir aus Neumarkt in der Oberpfalz im Herzen von Bayern kommen und auch unseren Unternehmenssitz hier haben. Wir sind klassischer Vermittler, das heißt, wir suchen Kanzleinachfolger, wir begleiten die Gespräche von Käufer und Verkäufer und stehen natürlich auch dem Käufer im Nachgang bei seiner Kanzlei zur Verfügung. Abgerundet wird unser Dienstleistungsportfolio durch die klassische Strategieberatung. Heißt, Sie haben ein individuelles Thema, das Sie oder Ihre Kanzlei betrifft, und dann nehmen wir uns einen Tag für Sie Zeit und erarbeiten ein ganz individuell für Sie eine Lösung, um auf dem Weg Ihrer Frage voranzukommen. Und als vierten Punkt wechseln wir jetzt in die linke Säule. Wir bieten auch an strategisches Controlling, heißt, wir unterstützen Sie bei der Kontrolle Ihrer zum Beispiel Leistungserfassung der Mitarbeiter, Auswertung der Umsätze, aus monatliche Auswertungen der BWA, um Ihnen bei der Entwicklung, bei der Verbesserung der Kennzahlen ganz schnell und effektiv und effizient unter die Arme greifen zu können. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Entwicklung der Branche der Steuerberatung und starten mit der Entwicklung der Umsätze in den Branchen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung. Die dargestellten Werte sind in Milliarden Euro. Sie sehen, dass sich in der Vergangenheit die Umsätze stetig nach oben entwickelt haben. In der grünen Säule ist das aktuelle Jahr dargestellt. Und wenn wir weiter in die Zukunft blicken, dann gehen wir davon aus, dass die Umsätze auch weiterhin steigen werden. In dieser Tabelle, bitte nicht erschrecken vor lauter Zahlen, ich greife drei Zahlen heraus. Das ist zum einen mal die im Jahr 2009 und 2010 abgelegten Prüfungen. 4.875 Absolventen haben die Steuerberaterprüfung abgelegt. 10 Jahre später, also im Jahrgang 2020, 2021, waren es knapp 1.100 Absolventen weniger. Und die dritte Zahl, auf die ich eingehen möchte, ist die Bestehensquote. Im Durchschnitt kann man sagen, dass rund die Hälfte der Absolventen die Steuerberaterprüfung bestanden hat. Die Entwicklung der Mitglieder der Bundessteuerberaterkammer sehen Sie in diesem Chart. In der blauen Linie, das sind knapp über 100.000 Mitglieder, die die Bundessteuerberaterkammer insgesamt hat. Diese Zahl setzt sich zusammen, einmal aus den Steuerberatungsgesellschaften und zum anderen in der roten Linie die Steuerberater. Hierzu zählen alle Steuerberater, die eine Haftpflichtversicherung haben. In diesem Chart sehen Sie die Altersstruktur der Steuerberater. In der blauen Säule sind die männlichen Steuerberater dargestellt, in der lilanen Säule die weiblichen Steuerberaterinnen und in der orangen Säule sehen Sie die Gesamtanzahl. Wir können sagen, dass die meisten Steuerberater zwischen 51 und 60 Jahren jung sind. Das Durchschnittsalter liegt bei 53,1 Jahren. Was wir aus diesem Diagramm noch sehen können, ist, dass das Verhältnis zwischen Männern und Frauen von der Anzahl her immer ausgeglichener wird, je jünger die Steuerberater sind.
Wir haben hier in gelb und blauer Linie mal den Fachkräftemangel dargestellt. Sie sehen, dass die 60- bis 64-jährigen Arbeitnehmer ja, deutlich ansteigen, beziehungsweise dahingehend die Nachwuchskräfte gleich bleiben, beziehungsweise leicht rückläufig sind. Diese Linien beruhen auf dem demografischen Wandel. Wir werfen mal einen Blick auf das Jahr 2022 und sehen, wenn wir mit dem Auge nach oben gehen, dass sich die Lage schon zuspitzt. Das merken wir ja auch im Alltag, dass die Fachkräfte ja, eher in geringerer Anzahl vorhanden sind. Und dieses Delta wird in Zukunft immer größer werden, sodass wir hier wirklich ja, Handlungsbedarf haben, beziehungsweise der Fachkräftemangel uns weiterhin ja, erhalten bleibt, beziehungsweise sich noch verstärken wird. Die Entwicklung der Anzahl der Praxen ist auch sehr interessant. Sie sehen unten die blaue und grüne Linie, einmal die Steuerberatungsgesellschaften und die beruflichen Zusammenschlüsse, die von der Anzahl her ungefähr gleich bleiben werden. Die Anzahl der Einzelpraxen ging bereits zurück und wird auch weiter zurückgehen, was sich natürlich auch auf die Gesamtanzahl der Praxen auswirkt. Also insgesamt wird die Anzahl der Steuerberatungspraxen zurückgehen. Hier haben wir Trendfaktoren dargestellt. Zum einen mal sehen Sie in der grünen Linie, dass es immer mehr Kapitalgesellschaften geben wird. Lila sehen Sie oder sagt aus, dass immer mehr Berufsträger in die Anstellung gehen. In unserer Branche wird es immer mehr Frauen geben und die Anzahl der Einzelpraxen, wie vorhin schon gesehen, wird weiter rückläufig sein. Welche Schlüsse können wir nun aus den Folien ziehen? Zum einen mal werden die Umsätze und das Beratungsvolumen steigen. Die Aufgaben und die Anforderungen sind schon komplex und werden auch komplex bleiben. Die Anzahl der angestellten Berufsträger wird steigen. Die Anzahl der Berufsträger allgemein ist rückläufig, genauso wie die Anzahl der Einzelpraxen, Gesamtanzahl der Praxen, wie auch schon erwähnt, wird zurückgehen. Das bedeutet, dass sich mehr Umsatz auf weniger Kanzleien verteilen wird, dass die Größe der bestehenden Kanzleien zunimmt und dass die Komplexität der Aufgaben eine hohe Qualifikation und Spezialisierung verlangt. Was bedeutet das für uns konkret? Was müssen wir tun? Fakt ist, dass unsere Mitarbeiter das Herzstück der Kanzlei sind. Wir brauchen die besten Mitarbeiter. Wir müssen uns auch zukünftig noch stärker auf die Mitarbeitergewinnung fokussieren und konzentrieren. Wir müssen trotz gegenläufiger demografischer Entwicklung die Ausbildungsquote steigern. Wir müssen unsere Mitarbeiter und auch Quereinsteiger intensiver weiterbilden. Wir müssen unseren Mitarbeitern persönliche und fachliche Entwicklungsperspektiven aufzeigen, um sie lange zu halten. Wir müssen mehr Verständnis und Akzeptanz für längere Einarbeitungszeiten neuer Mitarbeiter aufbringen. Und wir müssen unsere Kanzlei vom Schwerpunkt der Produktion hin zum Schwerpunkt der Beratung und Spezialisierung bringen. Soweit der Einblick in die Entwicklung der Steuerberatungsbranche. Und jetzt kommen wir zu den heutigen Punkten rund um den Kanzleiverkauf, ganz konkret rund um den Kanzleiverkauf. Was ist unser Ziel des heutigen Tages? Was wir nicht tun können, wir können Ihnen heute keine Nachfolger präsentieren, aber ich glaube, deswegen sind wir auch nicht hier.
Unser Ziel ist, Sie zum Thema Kanzleiverkauf zu informieren, aber auch zu sensibilisieren und Ihnen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sie ganz konkret Ihre Kanzlei auf den Verkauf vorbereiten können und so optimale Grundlagen für die Verhandlungsgespräche mit einem oder mehreren potenziellen Nachfolgern schaffen können. Wir beginnen mit verschiedensten Gründen für die Kanzleiübergabe. Ich will auch gar nicht in alle einzelnen Punkte einsteigen, sondern nur drei Punkte herausstellen. Der häufigste Grund, warum eine Kanzlei in die Nachfolge geht, ist selbstverständlich das Alter, das Ziel des Ruhestands, des wohlverdienten Ruhestands. Manchmal wird diese Entscheidung beschleunigt, zum Beispiel durch die Überlastung oder auch durch gesundheitliche Probleme, die sich im Laufe der Zeit ergeben. Und immer öfter treten aber auch Kanzleiinhaber an uns heran und sagen, wir schaffen es nicht mehr. Wir können es nicht mehr stemmen, die fachlichen Anforderungen an uns und auch die organisatorischen Anforderungen an uns. Und jetzt nennen wir nur mal aus dem Stegreif Geldwäschegesetz, Datenschutz, Transparenzregister und Grundsteuerreform. Überbrückungshilfe und Kurzarbeitergeld noch gar nicht mit einbezogen. Und die wenden sich an uns und sagen, wir schaffen es nicht mehr, wir können nicht mehr und wir wollen auch auf diesem Weg nicht mehr weitermachen. Bitte suchen Sie einen Nachfolger für uns oder ich möchte mich einem größeren Netzwerk anschließen, um im Hintergrund die entsprechende Entlastung zu erfahren. Es gibt auch eine ideale Reihenfolge der Nachfolgeplanung. Und zwar sagen wir grundsätzlich, bitte prüfen Sie als allererstes, ob es in der Familie, es können die Kinder, können aber auch Nichten und Neffen sein, ob Sie in der Familie eine Nachfolgeplanung darstellen können und wollen. Sollte es in der Familie nicht funktionieren, geht der Blick direkt in die Kanzlei. Gibt es in der Kanzlei Mitarbeiter, zum Beispiel Berufsträger, die Ambitionen haben, die Kanzlei zu übernehmen oder als Partner einzusteigen? Oder gibt es Mitarbeiter, qualifizierte Mitarbeiter, denen Sie zutrauen, Unternehmerdasein stemmen zu können, wo Sie auch wissen, die haben Ambitionen, sich dorthin zu verwirklichen? Dann sprechen Sie mit diesen Mitarbeitern und nehmen Sie sie früh genug ins Boot. Perspektiven werden wir nachher auch noch hören, sind ganz enorm wichtig in der heutigen Mitarbeiterlandschaft. Sollte es auch in der Kanzlei keine dementsprechenden Personen geben, dann kommt die externe Nachfolge ins Spiel. Das heißt, man geht auf den Markt und schaut, wer interessiert sich für meine Kanzlei, wer ist ein adäquater Nachfolger für mein Lebenswerk. Wir werfen einen Blick auf die Käufer. Wer sind denn eigentlich die Käufer heutzutage? Und im Großen und Ganzen unterscheiden sie sich in drei Gruppen. Sie verzeihen uns bitte, dass es ein paar Grauschattierungen gibt an dieser Stelle, die sich weder in Spalte 1 oder 2 genau einordnen lassen. Aber ich glaube, mit der Aufteilung haben wir eine ganz gute Übersicht geschaffen. Linke Spalte. Überregionale Gesellschaften. Wir kennen sie alle. Sie sind entweder bundesweit tätig oder ganz spezifisch in einzelnen Bundesländern vertreten. Sie fahren eine klassische, konsequente Niederlassungsstrategie. Der Fokus liegt auf dem strategischen Wachstum der Gesellschaft und die Standortpolitik ist ganz einfach zu erklären. Vergrößerung an einem bestehenden Standort oder weiße Flecken auf der Landkarte schließen, wo die Gesellschaft noch nicht vertreten ist. Die zweite Gruppe der Käufer in der mittleren Spalte sind auch Kanzleien oder Gesellschaften, nicht ganz so groß wie die überregionalen Gesellschaften. Meist partnerschaftlich geführt,
im Schnitt 1 bis 5 Standorte, die den Fokus aber gezielter legen, auch auf regionale Marktführerschaft, aber vor allem auch auf die Übernahme der Mitarbeiter. Frau Sommer hat es vorhin schon erwähnt, die Mitarbeiter sind das Herzstück unserer Kanzlei. Da sind die auf der Suche nach guten Mitarbeitern und wollen deshalb Kanzleien kaufen? Oder natürlich auch interessante Mandanten, eine interessante Mandatsstruktur. Ob ein Standort einer gekauften Kanzlei fortgeführt wird, hängt tatsächlich ganz oft von der Größe ab. Sollte die Kanzlei bis 500.000 Euro sein, wird sie ganz sicher integriert werden. Zwischen 500.000 Euro und 1 Million kommt es drauf an. Und ab 1 Million Euro besteht die Wahrscheinlichkeit, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser Standort so fortgeführt wird, wie er bisher von Ihnen auch gelebt wurde. Und in der dritten Spalte ganz rechts, da sehen wir diese jungen Berufsträger, die wir uns als Nachfolger irgendwie alle wünschen würden und die am Markt aber so rar sind mittlerweile. Diese jungen Menschen haben es sich zum Ziel gemacht, Unternehmer zu sein, mit allen Rechten und Pflichten, mit Haut und Haar. Die wollen sich selbst verwirklichen. Sie wollen ein Unternehmen aktiv gestalten. Das ist wirklich ein Beweggrund, der ganz oft ankommt. Sie wollen sich in diese Kanzleientwicklung einbringen und sind deshalb auf der Suche nach einer Kanzlei. Zwei Besonderheiten gibt es bei dieser Zielgruppe. Einmal, diese jungen Berufsträger sind oft auf einer Suche nach einer Struktur. Also die Tendenz geht auch dort eher zu einer größeren Kanzlei. Und sie müssen aus der erworbenen Kanzlei sowohl den Lebensunterhalt bestreiten, als auch die Tilgung des Kredits bestreiten. Und das wirft natürlich nochmal einen ganz anderen Fokus aufs Gewinn-Umsatz-Verhältnis, wenn es in die Verhandlungsgespräche geht. Jetzt versetzen wir uns mal in die Lage des Käufers und setzen dessen Brille auf, sozusagen. Welche Faktoren sind für den Käufer wesentlich und entscheidend? Zunächst mal natürlich der Standort. Befindet sich die Kanzlei eher in der Stadt oder auf dem Land? Wie weit ist die Entfernung zu seinem Wohnort? Dann interessiert ihn natürlich der Umsatz, im Zuge dessen auch der Gewinn bzw. dann das Umsatz-Gewinn-Verhältnis. Ein entscheidender Faktor ist die Mitarbeiterstruktur. Ihn interessiert, wie viele Mitarbeiter gibt es, wie ist das Verhältnis Vollzeit-Teilzeit, wie lange sind die Mitarbeiter schon in der Kanzlei, welche Qualifikationen haben die Mitarbeiter, all das ist für ihn interessant. Dann interessiert ihn natürlich auch die Mandantenstruktur. Hier achtet er in erster Linie auf Klumpenrisiken bzw. auf das Alter der Mandanten und ob die Nachfolge schon geregelt ist. Wenn er einen Blick in Ihre Kanzlei wirft, dann interessiert ihn der Digitalisierungsgrad und auch die Organisation. Also wie kommunizieren Sie mit Ihren Mandanten, mit dem Finanzamt? Wie ist Ihre Kanzlei im Alltag organisiert? Wie laufen die Prozesse ab? Ihn interessiert natürlich auch Ihr Alter und warum Sie Ihre Kanzlei verkaufen möchten. Und ein wichtiger Faktor für ihn ist auch Ihr Eigenumsatz. Welchen Umsatz machen Sie selbst produktiv? Und wie Frau Weigert vorhin schon angesprochen hat, die Besonderheit in dem Fall bei dem jungen Käufer oder jungen Steuerberater, in welchem Zeitraum ist seine Investition abbezahlt? Laura, ich möchte kurz zu Punkt 9 einhaken zum Eigenumsatz des Inhabers. Wie hoch ist der Eigenumsatz des Inhabers? Nach diesem Fragezeichen soll nicht stehen und darf nicht stehen, besonders hoch. Ziel ist, den Eigenumsatz
den vom Inhaber persönlich abhängigen Umsatz niedrig zu halten. Denn er steht für einen enormen Zeiteinsatz des jetzigen Kanzleiinhabers. Er steht vielleicht auch für einen Flaschenhalschef. Und die jungen Steuerberater würden sich viel lieber, und jetzt schließen wir den Kreis zu unserer vorherigen Folie mit der Struktur statt Eigenumsatz, die widmen sich viel lieber der Entwicklung der Kanzlei und der aktiven Unternehmensführung als der Produktion von Jahresabschlüssen. Deshalb bitte auch hier rechtzeitig draufschauen, wie ist mein Zeitumsatz und mein Eigenumsatz. Danke. Ja, wichtiger Punkt. Vielen Dank. Und jetzt nehmen wir die Brille des Käufers wieder ab und werfen einen Blick in unsere Kanzlei. Und Sie interessiert mit Sicherheit, was Sie denn in Vorbereitung auf den Verkauf schon aktiv unternehmen und steuern können. Wir haben die Punkte in vier Oberpunkte gegliedert: in der Kanzleiführung, bei den Mitarbeitern, bei den Mandanten und bei der Kanzleistruktur. Wir greifen uns pro Block 2, 3 Stichworte raus, die wir näher erläutern. Im grünen Bereich haben Sie natürlich in erster Linie Einfluss auf den Umsatz und auf den Gewinn. Das steht außer Frage. Sie haben auch Einfluss auf das Honorarniveau. Das ist ein wichtiger Punkt, dass Sie schon in Vorbereitung auf den Verkauf Ihre Preise und Honorare regelmäßig und konstant anpassen. Der Käufer Ihrer Kanzlei wird es schwer haben, wenn er sich bei den Mandanten vorstellt und im zweiten Zuge die Preise anpasst. Von daher können Sie da auf jeden Fall schon Vorleistungen erbringen und die Mandanten an die höheren Preise gewöhnen. Daran anschließend ist natürlich auch die konsequente Abrechnung von Sonderleistungen. Auch hier ist der Mandant daran zu gewöhnen, dass er Leistungen, die Sie erbringen, für ihn auch abrechnen und ihm in Rechnung stellen. Im Bereich der Mandanten haben Sie Einfluss auf die Mandantenstruktur. Wie schon vorhin angesprochen, das Klumpenrisiko bedeutet, dass wenige Mandanten einen Großteil des Umsatzes ausmachen. Da ist eine Streuung und eben diese Klumpen zu vermeiden wichtig. Sie haben auch Einfluss bei den Mandanten auf die Struktur, auf die Branchenverteilung, auch auf das Alter der Mandanten. Natürlich ist eine junge Mandatschaft eher interessant als Mandanten, die im überfälligen Alter sind, aber noch nicht abgeben möchten. Im Bereich der Mitarbeiter, wenn möglich, bei der Qualifikation versuchen Sie immer, die nächsthöhere Qualifikation einzustellen. Nur durch Qualifikation können wir uns persönlich als Kanzleiinhaber entlasten. Genauso bei der Fortbildung. Achten Sie auf regelmäßige, kontinuierliche Fortbildung Ihrer Mitarbeiter. Wir kennen Beispiele aus Kanzleien, in denen die Fortbildung vernachlässigt wurde und die Mitarbeiter tatsächlich die ganze Kanzlei auf Trab gehalten haben, weil sie Lösungen nicht selber finden konnten. Deshalb Qualifikation und Fortbildung der Mitarbeiter auch in Vorbereitung auf den Verkauf extrem wichtig. Fördern und fordern Sie die Eigenverantwortung Ihrer Mitarbeiter. Nur so ergibt sich eine Struktur. Die Mitarbeiter haben Freude an der Arbeit. Sie haben eine Perspektive auch in der Entwicklung. Wichtiger Punkt für die Mitarbeiterbindung, damit die Mitarbeiter auch an Bord bleiben und der Nachfolger wird es Ihnen danken, wenn Sie eine funktionierende Struktur haben,
Er hat schon genug damit zu tun, Sie als Kanzleiinhaber zu ersetzen. Und bitte achten Sie auch auf Ihre Arbeitgeberattraktivität. Ein zeitgemäßes, modernes Bild einer Kanzlei wirkt nicht nur auf zukünftige Bewerber, sondern auch auf einen Käufer. Und wenn ich die Wahl hätte, würde ich auch lieber eine frische Kanzlei kaufen, als eine Kanzlei, der ein angestaubtes Image nachgesagt wird. Im Bereich der Kanzleistruktur gehe ich jetzt nur auf den Digitalisierungsgrad ein. Nehmen Sie die Digitalisierung aktiv in die Hand. Achten Sie auch auf Digitalisierung, wenn Sie sagen, naja, so lange habe ich jetzt nicht mehr, das soll lieber der Nachfolger machen. Bitte nicht. Der Nachfolger muss Zeit investieren für die Digitalisierung, er muss Geld investieren für die Digitalisierung und er muss ihre Mitarbeiter von der Digitalisierung überzeugen. Und mittlerweile ist ein niedriger Digitalisierungsgrad tatsächlich auch ein K.O.-Kriterium gegen den Kauf, gegen die Übernahme einer Kanzlei. Wenn es Ihrerseits Fragen zur Digitalisierung gibt, vom Sebastian Dorsch und Cem Aslantürk, weiß ich, dass Sie kompetente Ansprechpartner sind, was Digitalisierung und Digitalisierungsprodukte in den Kanzleien anbelangt. Die stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Werfen wir einen Blick auf ein paar Kennzahlen der Kanzleiführung. Wir schalten die Folie gleich um. Bitte erschrecken Sie nicht. Es sind keine Durchschnittswerte. Es sind Spitzenwerte. Aber diese Spitzenwerte gibt es. Diese Spitzenwerte sind aus unseren Benchmarking-Kanzleien entstanden. Wir kennen jede Kanzlei, die dort dahinter steht. Aber wir sind der Meinung, Sie müssen wissen, was am Markt los ist, wenn es jetzt möglich ist, genau. Und es soll Ihnen als Anhaltspunkt dienen, damit Sie überhaupt ein Gefühl dafür bekommen, welche Kennzahlen in der Kanzleiführung auch im Zuge eines Verkaufs wichtig sein können. Diese Folie können Sie in Ruhe auch im Nachgang betrachten. Sie bekommen die Präsentation geschickt und da sind alle Folien auch drin, die wir jetzt anschauen. Wir betrachten jetzt drei Kennzahlen. Wir starten ein bisschen unterhalb der Mitte bei der Gesamtleistung pro Stunde. Nehmen Sie Ihre Gesamtleistung des Jahres 2021 und teilen Sie sie durch alle angefallenen Stunden aller Mitarbeiter in der Kanzlei. Und dann kommt ein Eurowert raus. Wir haben hier stehen, bei Kanzleien bis zu 1 Million Euro Jahresumsatz sollte dieser Wert bis zu 60 Euro liegen, bei größeren Kanzleien bis zu 65 und bei Einheiten über 2 Millionen Jahresumsatz auch bis zu 70 Euro pro Stunde. Sie müssen diese Werte nicht erreichen. Sie können bei diesen Werten auch bei zum Beispiel 50 Euro liegen. Wenn Sie bis 50 Euro liegen, dann bitte ich Sie zu prüfen, ob die Leistungserfassung der Mitarbeiter vollständig ist, ob alle Aufträge abgerechnet sind und wie die Prozesse in der Kanzlei laufen, ob Prozesse mehrmals in die Hand genommen werden oder von ganz, ganz vielen Personen begleitet werden. Hinschauen. Sollte der Wert unter 45 Euro liegen, dann müssen wir was tun. Zweite Kennzahl. Produktivität der Kanzlei. Hier steht 70% der Gesamtarbeitszeit und es bedeutet, 70% der Stunden eines Mitarbeiters sollen auf die Mandanten aufgeschrieben werden. Und hier geht es im ersten Schritt tatsächlich nur um die Aufschreibung der Zeit, damit wir unsere Mandate wirtschaftlich kalkulieren können. Wenn wir nicht wissen, wie viele Stunden ein Mandat benötigt, können wir keine realistische Grundlage für einen Preis finden. Aber die Stunden müssen aufs Mandat.
Und wenn wir weiter oben in die obere Hälfte gehen, dann sehen Sie links die beiden Begriffe Lohn und Gehalt und darunter den Begriff Einkommensteuer. Und in der rechten Spalte steht tatsächlich der unglaubliche Wert von 140 Euro die Stunde. Wir haben Kanzleien in Benchmarking, die liegen mit 140 Euro Leistung pro Stunde in diesen beiden Geschäftsbereichen an der absoluten Spitze. Und das Schöne an diesen Geschäftsbereichen ist, es ist ein delegierbares Geschäft. Sie als Kanzleiinhaber sind dort nicht gefordert. Es gibt Spezialisten in der Kanzlei, die diese wunderbaren Zahlen für Sie erwirtschaften. Sie interessiert mit Sicherheit auch, wie viel Zeit denn benötigt wird, um den passenden Nachfolger zu finden. Wir sind jetzt hier in der Tabelle mal vom Idealfall ausgegangen, dass Sie mit Beginn des neuen Jahres auch Ihren Kanzleiverkauf in die Hand nehmen. Im ersten Quartal liegt der Schwerpunkt beim Kennenlernen des Käufers. Auch andersrum natürlich, dass der Käufer Sie kennenlernt. Also hier steht die persönliche Komponente im Vordergrund. Die ersten Gespräche können in Ihrer Kanzlei stattfinden. Sie können auch außerhalb stattfinden. Sie können mit dem Kaufinteressenten auch mal zum Essen gehen. Also ganz ungezwungener Rahmen. Wir empfehlen auch oft, dass Sie Ihre Ehepartner mit dazu nehmen. Einfach um den neutralen Blick auch zu haben und da eine menschliche Einschätzung auch zu bekommen. Also im ersten Quartal wird es 1 bis 3 Kennenlerntermine geben, wo einfach die Chemie geprüft wird, wo ja auf den Prüfstand gestellt wird, ob Sie mit dem Käufer auch auf einer Wellenlänge sind. Denn diese persönliche Komponente ist einfach die Basis für alle weiteren Gespräche. Im zweiten Quartal geht es dann um die Kanzlei an sich. Hier möchte der Kaufinteressent ein Bild von der Kanzlei haben und bekommen. Wie ist die Kanzlei aufgestellt? Wie ist die Mandantenstruktur? Wie ist die Mitarbeiterstruktur? Wie ist Ihre Kanzlei technisch aufgestellt? Wie ist das Inventar? Wie sehen die Kanzleiräume aus? Also da werden Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch gebracht, damit sich der Kaufinteressent einen Einblick in Ihre Kanzlei bekommt und sich davon ein Bild machen kann. Wenn Sie einen Kanzleivermittler beauftragen bzw. sich an Kanzleivermittlern Ihre Seite nehmen, so haben Sie einen neutralen Dritten, der Sie bei den Gesprächen unterstützt. Der Vermittler wird Ihnen eine persönliche Einschätzung geben, wie er meint, dass es zwischen Ihnen und dem Käufer harmoniert. Er wird Sie bei der Aufarbeitung und bei der Analyse der Zahlen, Daten, Fakten unterstützen. Er wird Sie auf mögliche Stolpersteine hinweisen und Sie auch rechtzeitig auf kritische Punkte aufmerksam machen. Für die Verhandlungsgespräche benötigen Sie selbstverständlich Unterlagen. Diese Unterlagen wird jeder Kaufinteressent von Ihnen einsehen wollen, sobald es im zweiten Quartal in diese Vertiefung der Informationen geht. Die Unterlagen setzen sich wie folgt zusammen. BWA. Bilanzen der letzten 3 Jahre, um eine Kontinuität erkennen zu können. Die Ergebnisberechnung gehört in dieses Paket auch mit dazu. Wir brauchen eine anonymisierte Mitarbeiterliste. Wir brauchen eine anonymisierte Mandantenliste und die darf gerne auch ergänzt sein, um eine ABC-Analyse, um besser einschätzen zu können, wie sieht es denn in dieser Mandantschaft der zu übernehmenden Kanzlei aus. Und dann brauchen wir noch eine Liste des Inventars, soll ja auch mit übergehen,
Wir brauchen Informationen zu den Kanzleiräumen, zu den Gegebenheiten in der Kanzlei allgemein, technische Ausstattung, digitale Prozesse, die Software wird ganz am Anfang geklärt. Also einfach so dieses abgerundete Bild zu Ihren Kanzleiabläufen und natürlich auch eine Übersicht über Steuerberatungsverträge und alle weiteren vertraglichen Verpflichtungen, die die Kanzlei gegenüber anderen Leistungsanbietern hat. Jetzt werden Sie sich wundern, warum wir mit noch keinem Wort den Kaufpreis erwähnt haben. Der Kaufpreis entsteht unter anderem aus diesen Unterlagen für die Verhandlungsgespräche. Wir haben einen nachhaltigen Jahresumsatz im Schnitt der letzten 3 Jahre. Der wird bereinigt um persönliche Umsätze des Inhabers, zum Beispiel durch Testamentsvollstreckung. Der wird bereinigt um Einmaleffekte, weil große Mandanten besondere Beratungsaufträge hatten. Das ist dann am Ende der nachhaltige Jahresumsatz, auf den sich der Käufer einlassen kann und um den es dann auch bei der Kaufpreisbestimmung geht. Und wenn Sie jetzt nochmal unser buntes Bild von vorhin sich ins Gedächtnis rufen, diese Faktoren, die Sie beeinflussen können, die ergeben nochmal den Faktor, der auf den Kaufpreis angewandt wird. Und Kaufpreis, nachhaltiger Jahresumsatz mal dieser Faktor ergibt dann den Kaufpreis. Im Gros liegen wir bei 100-120%. Je besser die Kanzlei aufgestellt ist, auch mal 130%, also Faktor 1,3. Leider gibt es aber auch Vermittlungsaufträge, da haben, oder nicht wir, aber aus anderen Vermittlern kenne ich diese Situationen, da gibt es nur einen Faktor von 0,8. Und dem wollen wir entgegenwirken durch eine gute Vorbereitung auf den Verkauf. Wenn Sie jetzt sagen, das sind alles Informationen, die wusste ich schon, da war jetzt heute gar nichts Neues für mich dabei, dann hätten wir am Ende noch 2 Punkte für Sie, die uns wirklich wichtig sind und wir Ihnen ans Herz legen wollen. Ganz, ganz wichtig. Bei den Verhandlungen geben Sie Ihre Informationen zu Mitarbeitern und Mandanten ausschließlich in anonymisierter Form an die Kaufinteressenten. Wenn dem nicht so ist, dann kann dies eine Nichtigkeit des Übergabevertrags zur Folge haben. Und diese Situation wollen wir um alles in der Welt vermeiden. Und der 2. Punkt, persönliche Entscheidungsfindung und Ernsthaftigkeit. Gewöhnen Sie sich an diesen Gedanken Nachfolge. Das ist kein leichter Gedanke und man braucht schon ein paar Jahre, sich damit anfreunden zu können. Man muss da schon eine Zeit lang schwanger gehen damit. Gewöhnen Sie sich rechtzeitig an diesen Gedanken, spielen Sie es für sich einfach mal durch. Und wenn Sie sagen, jetzt bin ich soweit, dann gehen Sie an den Markt und suchen sich einen Käufer. Bitte nicht vorher, es verzögert die Verhandlungen tatsächlich unnötig und führt zu keinem guten Verhandlungsergebnis. Abschließend. Wann und wie könnten wir als Weigern und Kunde GmbH Sie unterstützen? Wir haben es nochmal mit Zeitschienen hinterlegt. Man kann sich ganz einfach der Kanzleivermittlung widmen. Dann geht man ungefähr 1 Jahr vor dem geplanten Übergabezeitpunkt an den Markt oder an den Vermittler, wer auch immer Sie begleiten soll, und beginnt die Nachfolgegespräche einzuleiten. 1 Jahr deshalb, man muss auch erst die passende Person, die passende Gesellschaft finden. Jederzeit und individuell kann es Strategieberatungen geben, das heißt individuelles Thema, individuelle Lösungen, ganz auf Sie zugeschnitten. Wenn Sie sagen, ich formuliere es bayerisch, mich drucken meine Kennzahlen, da bin ich nicht ganz zufrieden, dann kann man im strategischen Controlling ganz gezielt nachhelfen. Leistungserfassung, vollständige Leistungserfassung, zeitnahe Abrechnung von Aufträgen.
Und wenn Sie sagen, mich beschäftigt das Kanzleientwicklungsthema generell und ich würde gerne meine Kanzlei dynamisch voranbringen über die nächsten Jahre hinweg, dann wäre zum Beispiel Benchmarking ein Weg, diese Kanzlei auf ihrem Weg des Erfolgs voranzubringen und zu begleiten. Wir sind mit unseren Folien und unseren Informationen für Sie heute am Ende angelangt. Wir stoppen jetzt die Bildschirmübertragung und geben das Wort zurück an Cem Aslantürk. Genau, herzlichen Dank für die Präsentation an die zwei Damen. Aktuell befinden sich im Fragepanel keine direkten Fragen. Falls irgendwas sein sollte, wir können mal ein paar Minuten noch vielleicht warten oder ein paar Sekunden, ob da noch was reintrudelt. Also Angebot steht unsererseits. In der Präsentation ist auch noch mal unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse drin. Jederzeit mit den Fragen einfach an uns wenden. Wir helfen gerne weiter. Und mein Vater pflegt zu sagen, sobald es was kostet, sagen wir es. Also Sie dürfen gern mit Ihren Fragen an uns herantreten. Uns ist die Kanzleientwicklung wichtig und über alles andere geben wir Ihnen dann Bescheid. Aber wichtig ist uns die Wissensvermittlung und Ihnen zu helfen. Genau. Nochmals auch vielleicht der Hinweis ganz kurz im Anschluss. Wie gesagt, die Follow-up-Mail mit der Präsentation und in Informationen wird dann rausgeschickt an die Teilnehmer. Und das Webinar ist abrufbar auch in der Academy für alle jederzeit. Und ja, dann wären wir soweit eigentlich durch. Danke von meiner Seite nochmal und auch im Namen von Geiger für die Präsentation. Ich denke, das war relativ aufschlussreich für viele und hat mal die ersten Fragen in die Richtung Kanzleiverkauf beantwortet. Und alles andere, wie gesagt, dürfen die Herren und Damen gern auf uns dann oder auf euch dann zukommen. Wir vermitteln dann dementsprechend die Kontakte und dann wird sich alles andere ergeben. Genau. Vielen herzlichen Dank auch von unserer Seite. Dann wünsche ich allen Teilnehmern einen schönen Mittwochnachmittag. Ich hoffe, der ist dann sonnig wie bei uns und wir sehen uns dann in den nächsten Webinaren. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mach's gut.